Der Opel Karl. Hinter dem Blitz im Kühlergrill verbirgt sich ein 1-Liter Dreizylinder mit 75 PS. Der Preis des Kleinstwagens? 9.500 Euro. Der Karl, Opels kleinster, streckt sich auf 3,68 Meter. Zur Einordnung, ein Opel Adam ist gut 2 cm länger. Ein Opel Corsa überragt den Karl sogar um satte 34 cm. Klein soll er sein. Check. Nächster Punkt, fahren. Also beim Karl ist die Sache eindeutig. Das Fahrwerk will, der Motor kann nicht. Einfach, da brauchst du echt verdammt viel Geduld und da musst du ein unglaubliches Verständnis für Dreizylinder aufbringen. Ein ganz, ganz ausgeprägtes Umweltherz haben, damit du sagst, das ist die richtige Motorisierung. Weil das ist schon ein massives Phlegma, das dieses Auto da vorantreibt. Wobei das Wort treiben in Anbetracht des lauen Lüftchens, was der Motor da entfaltet, sehr übertrieben ist. Der Dreizylinder aus dem Adam, der im Karl ohne Turbo auskommen muss, verbraucht durchschnittlich 6,3 Liter auf 100 Kilometer. Ich schimpfe ja gerne auf viele Dreizylinder, weil ich immer sage, Gott, was für Verzichtsmotoren, die am Schluss dann doch auch nicht so wahnsinnig sparsam sind. Aber bei dem Motor muss man ganz ehrlich sagen, ein Testverbrauch mit 6,3 Liter, das kannst du wirklich machen. Das ist ein Benziner. Aber im Leben geht es nicht immer nur vorwärts, sondern auch ums Eck. Vor allem für Citycars wie den Karl. Hat Opel einen Kurvenräuber gebaut? Was aber Opel immer wieder Spaß macht, wo du ganz genau merkst, die Jungs verstehen ihren Job, das ist das Thema Agilität und Lenkung. Selbst bei so einem Kleinwagen habe ich jetzt gerade schon wieder Spaß. Wenn du das Tempo mal erreicht hast, das dauert halt eine Zeit lang, aber wenn du das Tempo mal erreicht hast, dann kannst du hier sehr flüssig über die Landstraße fließen, die Kurven genießen, dann macht echt Laune. Der schick verpackte Mix aus glänzenden Elementen und Hartplastik soll die Laune erhalten. Hinten darf man zu dritt logieren. Der Kofferraum schluckt 206 Liter. Bei umgelegten Sitzen sind es 1013 Liter. Was haben wir da alles drin? Eine Klimaautomatik haben wir drin, einen großen Touchscreen mit OnStar-Anbindung, Apple CarPlay zum Beispiel, Google entsprechend. Wir haben die Möglichkeit, unser Telefon dort anzuschließen und irgendwelche Fotos anzuzeigen. Wir haben hier eine Lenkradheizung. Wir haben einen Tempomaten drin. Hallo? Die gehen jetzt wirklich keine 20 Jahre zurück? Da war das totaler Luxus. Dafür hast du Tausende von D-Mark hingeblättert. Kriegst du heute im Kleinwagen. Finde ich geil, ganz ehrlich. Von der Landstraße auf die abgesperrte Strecke. Hier zählen nur harte Fakten. Ja, ein bisschen Stoff und ab geht's. Naja, tut sich schon ein bisschen schwer, da Schlupf auf die Räder zu bringen. Und dann geht's vorwärts. Gut, ich habe jetzt ein bisschen Zeit, was darüber zu erzählen, weil der Motor müht sich ein bisschen ab, der Dreizylinder, entsprechend Drehzahlen zu machen. Er ist jetzt nicht der größte Dreher der Welt. Wir sind auch bald bei 100, das wird heute noch was. Und jetzt haben wir es auch schon erreicht. 13,5 Sekunden. Trotz des geringen Gewichts von 959 Kilo keine Meisterleistung. Der Karl im Bremstest aus 100. Auf die 16 Zöller schnallt Opel 195er Michelin Pilot Sport 3 Reifen. Die Stopper packen zu. Das Gewicht drückt auf die Vorderachse. Das Ergebnis? Sehr gute 35,2 Meter. Kleinstwagen können also auch bremsen wie die großen. Der Slalom naht. Im 18 Meter Abstand stehen die Pylonen. Wie gut wedelt der Karl? 60 km in den Slalom. Und ab geht's. Oh, macht er aber nicht schlecht hier. Mal da. Aha. So, jetzt. Alle Ehren wert. Für so einen Kleinstwagen ist das richtig schön agil, erstaunlich präzise und sehr sicher. Respekt. Mit 62,9 km/h fährt das flotte Karlchen behende und risikoarm um die Hindernisse. Mit dem Karl stellt Opel einen sehr erwachsenen Kleinstwagen auf die Beine, der überraschend viel komfortable Technik-Features zu bezahlbaren Preisen bietet. Da der Dreizylinder aus dem Adam im Karl ohne Turbo auskommen muss, gefährdet er den großen Bruder Corsa nur bedingt.